Ich habe gerade riesen Gänsehaut am ganzen Körper. Oh. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist Hans-Peter mit meinem geistigen Bruder Markus an der anderen Seite der Leitung aus Deutschland. Und heute haben wir echt für euch ein riesen spannendes Thema. Und zwar geht es darum, ich habe ja ein Video letzte Woche hochgeladen über den Vortrag, den ich hielt, über deine Schöpferkraft. Und es gibt natürlich viele Wege, wie Menschen wieder in ihre Schöpferkraft finden können. Ob das Meditation ist, Bücher, Gebete, was auch immer. Aber auch der Weg der eigenen Transformation, den kann man auch über eine Art eigene karmische Pilgerreise beschreiten. Und deswegen habe ich heute Markus an der anderen Seite. Und das Geniale ist, Markus hat wirklich, ich habe ihn praktisch aus der Ferne begleiten dürfen. Über einen Messenger haben wir ständig miteinander kommuniziert. Er hat Bilder geschickt, Sprachnachrichten. Ich konnte das ein bisschen energetisch und auch emotional begleiten. Und es war sehr, sehr spannend. Und wir haben beschlossen, hey, da müssen wir einfach mal drüber reden mit euch gemeinsam. Und wir freuen uns riesig drauf. Und ich sage nur einfach herzlich willkommen. Grüß dich, Markus. Dich, Markus. Grüß dich, Hans-Peter. Ja, vielen Dank, Hi. dass ich da sein darf und euch von dieser Reise berichten. Und ja, es war eine wunderschöne Erfahrung, einfach mal auf Reisen zu gehen und sich leiten und führen zu lassen, und auf alte, neue, bekannte Wege zu gehen. Ja, du weißt ja, es geht ja immer darum, sich zu erinnern. Das sage ich ja auch immer. Erinnere dich, erkenne dich, ja. Oder wie Ja. man so schön sagt, bei der Taufe hat man früher Ephata gesagt, öffne deinen Geist. Und es geht ja auch ein bisschen darum, wir haben ja alle auch karmische Verstrickungen, wir haben karmische Dinge zu lösen aus dem Vorleben. Und wir sind halt nun mal jetzt in der positiven Endzeit der kosmischen, karmischen und dem Bewusstseinsaufstieg der kompletten Schöpfung. Und gerade jetzt ist die Zeit, in der wir natürlich gerade alle unsere Hausaufgaben gemacht haben sollten, unsere karmischen Verstrickungen lösen, unsere karmischen Bindungen je nachdem lösen oder stärken, worauf es ankommt, und uns wieder erinnern, wer wir waren, wer wir sind, weil wir ja heute die Essenz dessen sind, was wir immer gewesen waren, als unsterbliche Seele. Und es gibt viele Menschen, die können sich daran erinnern, an viele Vorleben. Und an Dinge, die wichtig sind. Interessant ist, was, wie du das siehst, meiner Ansicht nach erinnern wir uns natürlich nicht an alle Vorleben, weil es gibt einfach zu viele, gerade bei alten Seelen. Und das, was wir jetzt gezeigt bekommen, ist das, was für unsere jetzige Transformation gerade aktuell wichtig ist. Genau das und nichts anderes bekommen wir gezeigt. Oder was meinst du? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das ein bisschen erklären, so aus meiner Sicht der Dinge, das Leben ist ja immer im Fluss, ist auch so, wenn man es vergleicht mit einer Schlange, ja, und die Schlange hat einen Knoten im Schwanz, weißt du, dann kommt der Kopf, wenn die Schlange vorwärts gehen will, der Kopf kommt halt einfach nicht weiter, wenn der Schwanz irgendwo hängt. Und dafür sind wir alle hier inkarniert, diese alten Seelen sind alle genau zu dieser Zeit inkarniert, um diese alten Verstrickungen einfach auflösen zu dürfen, damit sie in den höheren Sphären einfach weiterkommen. Weil wir halt einfach, das uns blockiert in den höheren Ebenen. Und da wir alle multidimensionale Wesen sind, ist es ganz, es ist eigentlich wundervoll, dass wir das jetzt gerade in dieser Zeit lösen dürfen. Und wenn wir dann auf Reisen gehen, so wie wir es gemacht haben, und uns einfach mal leiten und führen lassen, weil wir machen eigentlich nie einen Plan vorher, sondern wir gehen einfach drauf los und lassen uns führen. Und meistens kommt auch der Input, wo es hingehen soll, so einen Tag vorher. Wenn du vorher versuchst, mit dem Kopf da dran zu gehen, das funktioniert einfach nicht. Das wird immer sofort zerschlagen oder es gibt irgendwas anderes, dass das, was du dir mit dem Kopf ausdenkst, gar nicht funktioniert. Und so, wenn du dich leiten lässt, kommst du immer an diese Orte, wo du entweder schon mal gewesen bist, damit du dich erinnern kannst, wer du bist und aus einem gewissen Leben, oder halt auch, dass karmische Verstrickungen noch da sind an dem Ort, die du lösen darfst. Das heißt, ihr habt jetzt, wenn ihr eure Reiseplanung gemacht habt, zwar vielleicht so Mas o Menos, eine gewisse Richtung gehabt, aber ihr Genau. habt dann euch einfach führen lassen und gesagt, hey, es werden Dinge und Begegnungen oder mit Menschen oder mit irgendwas in Bewegung kommen, die werden uns zeigen, wo wir hinzugehen haben. Genau, und so war es auch meist. Also entweder haben wir vorher, einen Tag vorher in der Meditation oder wie auch immer geflüstert bekommen, das ist der Ort, oder wir haben es einfach gespürt oder gefühlt, oder wir haben auf die Karte geguckt und gesagt, da fahren wir hin. Ich wusste zwar nicht warum, aber es hat immer gepasst. Es war schon kurios. Und oder es kam halt jemand auf den Platz, wo wir gerade mit dem Campingwagen waren. So einen Tag vorher meist, und hat uns dann auf einmal berichtet von Dingen. Wir kamen ins Gespräch, und über das Gespräch hat man gesagt, du,
Weißt du vielleicht, kennst du dich hier aus und so ein bisschen, gerade in Rumänien auch? Und dann, da habt ihr gesagt, ja, ich bin Rumänin, ich kenne mich aus und da und da sind hochenergetische Orte. Das würde dich bestimmt interessieren. Und alleine das, diese Information ist dann zu uns geflossen und da waren dann die Reiseroute, setzt sich dann immer Stück für Stück zusammen. Also am nächsten Ort bekommt man dann wieder Informationen und so wird man geleitet und geführt. Krass. Ich habe ja das Hintergrundbild hier. Einige von euch werden es sicherlich schon mal gesehen haben oder darüber gelesen haben. Ich glaube, es gab auch über diese Städte einen riesen Artikel mal vor Jahren in der Zeitschrift in der Schweiz. Den hatte ich dann damals schon gelesen gehabt und fand es sehr spannend, wie das Militär und auch der rumänische Geheimdienst dort rein wollte, kam nicht rein durch Energiebarrieren. Und man hatte aber eine Person gefunden, die hoch genug schwingt, diese Energiebarrieren zu durchdringen, und der berichtete von dem, was da unten abging. Jetzt war es so, dass ihr auch dorthin geführt worden seid und wir selbst auch, da könnte ich auch gern was dazu erzählen, im Nachgang dann auch nochmal geistig rein sind und gechannelt haben und was wir für Informationen bekommen haben. Und es ist unfassbar hoch interessant und brisant, was da wohl alles schon geschehen sein muss. Und wir reden hier von der Bucegi-Sphinx. Jetzt sagtest du, es gab nicht nur eine, gell? Das ist jetzt eine, die wir sehen, die wohl relativ gut erhalten ist. Genau, das ist die eine, die man gut, also wenn man aus einer gewissen Perspektive anguckt, sieht man es ganz deutlich. Und es gibt aber noch in jede Himmelsrichtung eine. Die eine sieht man, kann man auch noch erkennen, wenn man genau hinguckt und weiß, was man sucht. Und die anderen zwei sind einfach nur noch Steinhaufen, die aber auch verziert sind. Und wenn du mit dem Kompass hingehst, siehst du, dass jede Sphinx in eine Himmelsrichtung ausgerichtet ist. Also die eine ist genau nach Süden, die andere nach Norden, Westen und Osten. Und da war es mir ziemlich schnell klar und mir wurde es auch so geflüstert, dass das so war, dass da vier Sphinxen an diesem Ort installiert waren. Liegt ja auf 2216 Meter Höhe. Richtig. Das ergibt die Meisterzahl 11. Und wenn da jetzt vier Stück sagen, die verschieden ausgerichtet sind, weil die Himmelsrichtungen haben ja immer eine wichtige Bedeutung gehabt. So, gehen wir davon aus, dass diese vier Sphinxen auch vier verschiedene Aufgaben hatten oder vier verschiedene Bedeutungen, der ihnen zugewiesen wurde. Und in dieser Zeitenschrift spricht man ja auch davon, dass dort riesengroße unterirdische Höhlensysteme sein sollen. Du warst ja jetzt oben und hast reingespürt und meditiert. Und das Spannende bei dir ist ja nicht nur, dass du das selbst machst, sondern deine ganze Familie, inklusive der Kinder, auch auf dem gleichen Trip wie du sind, auch gemeinsam mit euch meditieren und auch schon bereits in der Lage sind, Botschaften zu empfangen. Und das ist natürlich wunderbar und toll, gerade wenn man es als Familie leben kann. Das ist sowas, das ist wirklich ein Privileg. Und das freut mich natürlich umso mehr. Was hast du denn da für Botschaften gekriegt mit meiner Familie zusammen? Also unter dieser Sphinx, also es ist ziemlich alt, dieses Areal, auch darunter, das geht zurück bis zu der Anunnaki, der Ort. Also ganz, ganz weit, ganz alt und da sind mehrere Bibliotheken unten drunter, also wo Wissen gespeichert wurde, in Kristallen, in energetischer Form, vielleicht auch in Tafeln, das kann ich nicht ganz hundertprozentig genau sagen, aber war mir nur geflüstert worden, ist, dass es in Kristallen stattfindet, aber da gab es wohl noch viel, viel mehr. Und genau, hat auch ein bisschen der Ort was mit der Sintflut zu tun, weil wir da auch gesehen haben, wie da ein Schiff angekommen ist. Ah ja. Ja, genau. Jetzt nicht die Arche Noah im klassischen Sinne so, sondern da war eben, hat das auch was mit Thoth zu tun gehabt. Also es geht auch in die atlantische Richtung nochmal ein bisschen Nein, rein. mit Todd. Ja, das ist gut, das halte ich mal fest, weil da habe ich auch eine Botschaft Ja, gehabt. Okay, genau. spannend. Ist ja weiter, Genau, sorry. also das war so die Information, die zu uns gekommen ist. Und das fand ich total spannend. Ich habe das auch total gespürt an den verschiedenen Punkten. Und auch, wie du sagst, meine Frau geht da auch mit, die kriegt da auch Botschaften und spürt da auch sehr viel. Und die Kinder auch. Das ist ganz lustig, wenn meine Tochter, meine Älteste, kommt und sagt, ich will da und da, ich soll da und da hingehen. Und ich bin da mal weg, ich muss was auflösen. Klasse, oder? Super, ich finde das total toll. Nicht Ich genial. unterstütze sie da auch dabei. Aber sie hat auch Botschaften für mich. Also das haut mich manchmal vom Hocker, was die da so bringt. Also das ist schon krass. Also die Kinder werden uns auch irgendwann mal auch schulen, Ja. weil die mit einem viel höheren Bewusstsein hier schon Genau. hingekommen sind. Ich auch Und so. wenn wir sie lassen und sie begleiten und nicht erziehen wollen, sondern wirklich sie begleiten,
dann können sie sich auch entfalten und entwickeln. Und ja, genau. Also das finde ich Wow. total spannend. Da hatte zum Beispiel, Ja, erzähl. er hatte zum Beispiel das letzte Mal gesagt, ich war mal auch irgendwie, ich glaube, wir hatten auch einen Vortrag gesehen, da ging es halt auch, was zuerst da war, und dass Gott aus der Quelle alles selbst entstanden ist. Und da sagt meine Tochter, nee, das stimmt nicht. Nee, die Liebe war zuerst da und aus der Liebe ist der Schöpfer entstanden. Da hat sofort Gänsehaut am ganzen Körper Wow. und sagt, ja, wow, hast recht, stimmt, die Liebe war zuerst da und aus der Liebe ist alles entstanden. Genial. Ja, und das sind so Weisheiten, wo die manchmal raushaut. Das ist echt erstaunlich. Ja, das sind die Kinder von heute. Das ist wirklich wunderbar. Ich meine, gestern Morgen saß unser Sohn, also einer unserer Söhne, 3,5, saß da auch am Frühstückstisch ganz alleine und sinniert so in die Ferne aus dem Wintergarten raus. Und sagt dann nur so, heute ist ein so schöner Tag, die ganze Zeit und ist glücklich. Jawohl, Und dann sind super. wir mittags ins Café rein und dann sagt er, Papa, also Jesus und Gott, die sind auch im Café, die kamen eben mit, die habe ich mitgebracht. Und so, und das mit 3,5 und ich denke mal, wow, das ist so abgefahren, einfach diese Schulung auf dieses sensitive, feinfühliger, sie sehen auch Dinge, sie haben auch Botschaften und das in dem Alter schon. Und ich glaube, wenn wir da am Ball bleiben, wie du sagst, Begleiter statt Erzieher sind, dann werden sie auch irgendwann unsere Meister sein. Wie heißt so schön, Meister erschaffen Meister oder nur ein wahrer Meister erschafft Meister. Das ist so schön. Aber Aber wir haben auch, was auch erwähnt werden sollte, wir haben ja natürlich auch Beziehungen mit unseren Kindern im Vorleben gehabt, die vielleicht genau. auch karmisch verstrickt sind, die wir lösen dürfen. Deswegen sind wir ja auch Definitiv. gemeinsam hier inkarniert, ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und so heilen wir uns gegenseitig und tragen uns gegenseitig auch und unterstützen uns auch gegenseitig in der Familie, wie es eigentlich angedacht war, das Weibliche und das Männliche vereint und auch die Kinder, die Familie drumherum. Und das ist einfach so eine Kraft, die daraus entsteht. Und wundervoll, ich kann es nur sagen. Ich stelle immer fest, Markus, dass wir gedanklich ein Gedanke sind. Also das ist, wie so, als wenn wir schon oft Seite an Seite gewandelt wären. Wir sagen mal nicht mehr dazu. es ist echt abgefahren. Vor allem diese Budget-Sphinx soll ja ungefähr 55.000 vor Christus, so laut offiziellen oder inoffiziellen Angaben, wo geschätzt wird, was ich auch für realistisch halte aufgrund der Erosionsspuren. Und darunter ist so ähnlich wie bei der Sphinx in Cheops, also in Kairo, bei der Cheops-Pyramide auch eine Halle der Aufzeichnung. Und tatsächlich haben ja Pentagon-Satelliten haben ja auch diese Hohlräume entdeckt. Also sie sind ja auch seitens des Pentagons bestätigt worden. Und interessant, als wir rein sind, auch dann channelmäßig, hatten wir auch, oder meine Frau besser gesagt, ganz klare und eindeutige Bilder gesehen, dass Todd damit zusammenhängt. Faktisch auch ja. Sehr Ähnliche krass. Info wie bei euch und wie Horus mit seinem Zepter und Hathor mit ihrem Armreif die Energiebarriere passierten und auch Gespräche mit Völkern führten, die dort in Innererde lebten. Und als ich dann meine Frau gefragt habe, sag mal, wie sah es denn da aus? Dann hat sie nur gesagt, du, kennst du doch diese Hauptzentrale von Men in Black? Da wuseln ja alle möglichen Ja, Wesen genau. rein und so. Sagt sie, genau so ging es da ungefähr zu. Das Ja? trifft echt gut. Das trifft wirklich gut. Wie so ein Bahnhof, ja? Und Ja, ich konnte das gar nicht in Worte fassen. ja, ist abgefahren. Und es ist auch tatsächlich einiges gesagt worden dann auch zu ihr. Also es sind auch Botschaften übermittelt worden, was dort gemacht worden ist, wozu es gemacht worden ist. Und tatsächlich, du hast gesagt, das sind dass die Botschaft, die war von dir, dass da die Kristalle drin sind. Und Richtig. was wir ermittelt hatten, war, glaube ich, und das wurde bestätigt von mehreren Seiten. Ich habe noch andere Medien eingeschaltet, neben unseren Erkenntnissen, Markus. Und andere seherische Menschen, und die haben das Gleiche berichtet, nämlich dass es tatsächlich so war, dass dort die berühmten 12, nenne ich sie jetzt mal einfach, dort auch einkehrten und es nicht ihre erste Inkarnation war, in der sie dort waren, auch in anderen Emanationen. Und dass diese Kristalle auch zur Wiedererinnerung all die alten Inkarnationen dienten, an das Wissen, an die Weisheit, aber auch die neuen Updates wieder aufgespielt wurden. Im Prinzip, ja, eine Halle der Aufzeichnung, aber von Wissen und Weisheit für die Menschen, von bestimmten Seelen, die wohl immer wieder neu inkarnieren, die Remokshas sind, also die immer wieder zwar erleuchtet waren auf dem Wege des Irdischen, aber dann beschlossen haben, nein, unser Auftrag auf der Erde ist noch nicht zu Ende.
bis alles aufgestiegen ist und wir machen weiter, um dem Licht zu dienen und den Menschenkindern. Und das sind so die Botschaften, die fand ich wahnsinnig spannend. Und was wir an dem Abend erlebt haben, war, dass wohl etwas geöffnet wurde in dieser Halle der Aufzeichnung an dem einen Abend, wo ihr da wart und wir gechannelt haben, wo weitere Informationen jetzt ins morphogenetische Feld gehen dürften, global, sodass Richtig. Andere Menschen auch daran anzapfen können. Das heißt, es ging also nicht darum, für dich oder für mich alleine eine Antwort für uns zu bekommen, sondern dass ein gewisser Teil weiteren Wissens jetzt für das Kollektiv freigegeben wurde. Und das fanden wir auch sehr spannend. Ja, das kann ich auch genauso unterstreichen und bestätigen. Das hat man auch gespürt und gefühlt, dass, dieses Wissen wieder freigegeben wird, jetzt Stückchen für Stückchen, ins morphogenetische Feld, dass die Leute, auch die Menschheit wieder darauf zugreifen können, um Heilung, um das alte Wissen wieder zu integrieren zu können. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Auch wie du gesagt hast, dass da sehr, sehr viel rumgewuselt ist. Ich konnte das gar nicht in Worte fassen. Also da war auch wohl Kontakt mit Innererde, mit anderen Völkern, auch intergalaktisch war da Reisen möglich. Und also der Ort ist schon sehr, sehr spannend. Und das Spannendste auch daran ist, wie die Rumänen den Ort nennen. Der heißt ja Babele oder Babele. Die einen drücken so, ich weiß die Betonung nicht. Ich hoffe, man verzeiht mir, wenn ich es jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Und Babele heißt, oder Babele in Rumänisch heißt Großmütter. Was heißt das wieder? Metaphorisch übersetzt, unsere Urahnen. Unsere Ahnen, genau. Ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Und wie du eben gesagt hast, die 12, auch das habe ich gespürt, dass diese 12, die uns das Licht hier hochhalten und immer da waren und die Christusenergie hier immer aufrecht gehalten haben, damit das Wissen hier zurückfließen kann, damit die Menschen sich erinnern können, die waren sehr oft auch in diesem Ort, ja, mehrfach sogar, mehrfach. Und ich fand das total spannend, wie ich da hingekommen bin und ich konnte das spüren und da kam auch ein, zwei Tage danach, ist das immer noch im Fließen gewesen, die Informationen. Also das war jetzt nicht nur an diesem einen Tag, sondern da kam an mehreren Tagen hintereinander Informationen und auch, es kommen immer noch. Also immer wieder, wo ich mehr weiß, als wir da waren. Aber es war sehr schön, ich kann das nur jedem empfehlen, dorthin zu fahren, mal zu sehen. Die Rumänen nennen das auch das Herzchakra Mutter Erde, aber das sagen ja viele. Aber das ist schon ein hochenergetischer Ort, das ist definitiv Fakt. Darf ich mal vielleicht, wir hatten da kurz drüber gesprochen, ein paar Bilder, die du gemacht hast, mal, ja, bitte, dass wir dir unseren Zuschauern zeigen und du mal vielleicht ein, zwei Worte dazu nochmal erzählst. Das ist auch ein ganz besonderes Bild. Da hatten wir drüber gesprochen und du hattest eine Vermutung und tatsächlich hatten wir das auch so richtig gesehen. Wir sehen ja hier ganz, ganz viele Trümmer, ne? Ja, richtig. Von großen Steinen, aber auch sehr geradlinig. Und wenn man das ist auf der gegenüberliegenden Seite von diesem Berg, auf der anderen Seite. Und also ich vermute da, dass da eine Riesenanlage stand. Tempelanlage etc., Heiligtümer. Man kann das von der Perspektive sehr gut sehen. Ja, also bei Google Earth habe ich geguckt, sieht man es ganz schlecht, wenn überhaupt. Aber aus der Perspektive, wie du das fotografiert hast, ist es sehr gut zu erkennen. Und wir hatten auch die Info gekriegt, dass da wohl eine riesengroße Tempelanlage gewesen sein muss, die dann aber irgendwann schon bereits lange vor Tausende vor Christus zerstört gewesen sein muss. Hier ist ein ganz besonderes Bild, ne? Ja, also dieser Steinhaufen, ich habe es noch eine andere Perspektive dir, glaube ich, geschickt. Das war wohl das sogenannte Stargeld. Genau. Aber auf der anderen Seite, aus der anderen Perspektive sieht man es besser. Und oben da, wo die Leute stehen, da ungefähr war die zweite Sphinx, die eine war nach Süden, ja, West, glaube ich, oder Osten, ich weiß jetzt nicht genau. Aber da war auf jeden Fall die zweite Sphinx. Und ja, vielleicht sieht man die anderen Perspektiven, habe ich dir auch, glaube ich, geschickt. Musst du mal gucken. Ja, Wahnsinn. Also wirklich ein Dimensionsportal, ne, stand da. Das Interessante ist, du hast ja erzählt, die Sphinx selbst, diese eine große noch erhaltene und dieses eine Portal sind tatsächlich die einzigsten Dinge, die man nicht betreten darf. Da ist ein Zaun drumherum. Genau, ist es so. Weil es könnte vielleicht was mit den Leuten machen, von dem man nicht will, dass es passiert. Aber es ist nur bei diesen zwei Sachen und so. Ansonsten ist alles frei zugänglich, ne? Ja, du kannst auf alles. Warum gerade das? Du kannst auf alles andere draufklettern und gehen und machen, was du willst. Aber diese zwei Dinge, du siehst es ja, da ist ja wirklich, da kommst an das Tor, kommst du ja fast gar nicht ran. Ja. Und oben, also da ist wirklich ein richtiger Maschendrahtzaun drum, ist eingekesselt. Und oben auf der Sphinx, da ist, ja, wenn du es willst,
Ich war ja auch ziemlich nah dran. Kommst du schon dahin? Aber es ist auch abgesperrt, ne? Also es ist schon spannend. Aber du hattest ja auch ein Erlebnis dort gehabt, dass du ja dorthin bist. Da sieht man das Da sieht man das Fahrenheit. Tor sehr gut. Genau. Ja. Du hattest ja auch ein Erlebnis dort, dann nochmal hier das. Du hattest ja ein Erlebnis auch vor Ort, wo du eine Absperrung überschritten hast. Erzähl mal die Geschichte kurz. Das ist echt schon sehr, sehr spannend, fand ich jetzt. Ja, also wir waren ja da an dieser Sphinx. Ich hatte auch gespürt, dass da ein Ritual stattfinden sollte. Genau, und dann bin ich halt ziemlich nah. Ich wusste, wo ich hin sollte, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es halt abgesperrt ist. Und ich war dann in diesem Bereich und du wirst es nicht glauben. Ich war in der Zeit wahrscheinlich, wie ich das Ritual durchgeführt habe. Erstens habe ich in der Sprache gesprochen, die aus mir rausgeflossen ist, die ich überhaupt nicht kannte und zuordnen konnte. Und das Zweite ist, wie ich dann da vor Ort war, es waren so viele Leute da drum. Man sieht ja, es waren ja wirklich sehr, sehr viele Menschen drum. Aber keiner hat mich gesehen, dass ich in der Absperrung war. Die haben das gar nicht wahrgenommen, dass ich dort war. Und das war auch total, also für mich wieder total spannend, das festzustellen, dass ich da komplett aus ihrem Sichtfeld rausgefallen bin. Dass ich da ganz normal das Ritual, wie ich es machen sollte, durchführen konnte, ohne dass mich jemand gesehen hatte. Wahnsinn. Da Also hätte du hattest ich ja auch halt, wenn du wirklich. ein Bild zurückgehst, oder zwei, nochmal eins zurück. Da, wo die Leute draufstehen, da war die andere Sphinx. Man sieht es ein bisschen noch, die Form. Also es stehen nicht mehr viele Steine, aber man sieht es ziemlich genau. Also man kann es erahnen, dass es auch eine Sphinx war. Ja, okay. Ja, Interessant. Und da ist die andere nochmal. Da sieht man den Zaun auch drumherum, genau, ja. Also genau, da siehst du diese du konntest in Absperrung. aller Ruhe frei arbeiten und meditieren und Botschaften empfangen und kein Mensch hat dich wahrgenommen. Ja. Richtig. Und das Spannende ist, du hattest ja auch dann diese fremde Sprache gesprochen auf einmal, die du gar nicht kennst. Du hattest mir auch eine Sprachnachricht geschickt, in der der Inhalt war. Also ich habe Gänsehaut bekommen, wirklich Gänsehaut. Für mich klang das wie so eine Art alte Anunnaki-Sprache, altthrakisch, Anunnakisch. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also auf jeden Fall ausgelöst in mir. Und bei jedem anderen, der das gehört hat, auch in meinem Freundeskreis. Ja, bei meiner Frau auch. Also die sagt immer, wenn du das sprichst, das ist auch eine Art Lichtsprache. Wenn du das sprichst, dann kriege ich Gänsehaut. Das bewegt ganz viel in mir. Und mir selbst geht es auch so, wenn ich das spreche. Das stößt ganz, ganz Ja. viel in mir an, weil das berührt halt die Seele. Die Seele versteht diese Sprache. Und das war schon sehr spannend. Also das hat mich auch selbst sehr berührt an dem Tag da oben. Hat man die Perspektive, sieht man es auch nochmal. Das ist die andere Sphinx, die nach unten guckt, da wo die Leute draufstehen. Siehst du? Da sieht man es noch, da sieht man, kann man es noch sehr, sehr gut erkennen. Ja, man sieht auch vorne noch den Kopfansatz. Ja. Also, das ist schon sehr, sehr spannend, ja. Ja gut, die scheint halt auch ein bisschen älter zu sein, letztlich ja auch als die Sphinx in Gizeh. Ja. Ja, definitiv. Also Das gehen wir ist ein davon sehr, aus, sehr. dass es wohl mehrere Hallen der Aufzeichnung auf der Erde gibt. Es wäre auch Unsinn, wenn es nur eine unterirdische Bibliothek gäbe. Man hat natürlich im Laufe der Jahrtausende mehrere eingerichtet. Und wir haben auch die Info, dass die tatsächlich schon bereits von den Anunnaki zum Teil errichtet worden sind. Genau. Und die ägyptischen und die wir unter dem Namen ägyptischer Gottheiten kennen, drücken wir es mal so aus, dort entsprechend mitgewirkt haben. Ja. Ja, genau. Das macht ja auch Sinn. Ich sage jetzt mal so, wir wussten ja auch, also die Menschheit wusste ja, weil sie noch in einer hohen Schwingung war zu der Zeit, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo wir wieder einschlafen werden, wo wir wieder vergessen werden, wo das Wissen einfach wieder Genau. nicht präsent ist. Und das galt es ja, in Bibliotheken halt oder in Hallen der Aufzeichnung festzuhalten, in der Richtig. Palmblatt-Bibliotheken oder halt in Kristallen. Oder halt, wo immer man es auch hinterlegen konnte, hat man es gemacht, Ja. damit wir jetzt die Chance haben, diese Informationen wieder auslesen zu können und dass sie wieder ins Feld fließen. Ja. Das ist eine ganz spannende Zeit und ja, ich bin froh, daran teilhaben zu dürfen. Jetzt gab es ja vielleicht, wenn mal, ich suche mal kurz bei Telegram. Erzähl mal kurz noch ein bisschen was vielleicht noch so interessant ist zu der Gizeh, zu der Pyra, zu der Sphinx, weil du hattest mir was geschickt gehabt, ich suche es gerade raus für unsere Zuschauer, während du erzählst. Ja, die Sphinx, genau, du hast ja schon gesagt, die liegt auf 2400 Meter oder 2200 Meter. Entschuldigung. Und ganz viele Rumänen pilgern da auch hin, ja.
Weil ich ja gesagt habe, die sagen, das ist das Herz der Mutter Erde, weil sie wissen, dass das halt extrem hochschwingend ist. Und wenn du diese Punkte, diese hauptenergetischen Punkte im Balkan mal markierst, die liegen alle auf einer Fibonacci-Spirale. Ah, da wollte ich jetzt hinkommen langsam, genau. Hey, du hast das Thema schon selbst aufgegriffen. Cool. Ja, genau. Und das ist total spannend. Und ich war an vielen dieser Orte, die da aufgezeichnet sind, waren wir schon. Nicht an alle, aber an vielen. Und das ist total spannend. Und gerade auch, was mir berichtet worden ist, auch, dass im Balkan ganz, ganz viele Zugänge waren, auch in der Erde. Das war ganz normal dort, dass da die Völker sich ausgetauscht haben. Das war eine riesen Begegnungsstätte, der ganze Balkan. Da gab es auch lange, lange Zeit Harmonie. Ja, bis dann halt irgendwann mal das passiert ist, dass alles umgedreht worden ist und verdreht worden ist und Zwietracht eigentlich da eingesät worden ist und die da, guck mal, wie viele Kriege da in Jugoslawien waren in den letzten Ja. Jahrhunderten. Da wurde immer, ist immer irgendwie, war es da Unruhen gewesen, weil sie wussten, dass da ganz, ganz viel Wissen unterliegt Also und dass da so ähnlich wie im Irak auch, genau, da ist ja ja, auch genau, so viel ähnlich wie im Irak auch. Gamesh-Portale, Ja. Reiseportale. Siehst du das Symbol auf dem Monitor, das ich gerade rauche? Ah, sieht man es, okay. Ja, ich sehe es. Irgendwann hattest du mich kontaktiert, das weiß ich noch, und hast gesagt, du Hans-Peter, ich habe das Symbol auf dem Papier zeichnen müssen und musste es dir schicken, das war der Auftrag. Ich habe keine Ahnung warum. Guck dir es einfach an. Ich weiß nicht, worum es geht. Wir haben überhaupt keinen Plan gehabt. Beide. Und ein Kumpel von mir, dem habe ich dann gefragt, das geschickt und sagt, du, was kriegst du denn für eine Info? Und dann sagt er zu mir, ich krieg Sterne rein. Und in dem Moment bei mir macht es Pop und ich denke, Plejaden. Einfach nur Plejaden kam das Wort. Ich kann ja nicht sagen, warum. Das Wort Plejaden kam einfach. Und dann bin ich tatsächlich ins Internet, habe mir die Plejaden angeguckt und sie sind tatsächlich exakt so angeordnet wie diese Fibonacci-Spirale. Exakt. Das heißt, wir haben hier oben diese drei Punkte. Das sind dann drei Sterne, die dabei sind und unten auch. Die gibt es dort tatsächlich mit den Ja. Plejaden. Das heißt, wir haben tatsächlich das Symbol der Plejaden gehabt und wussten es gar nicht, dass es das war. Das kam dann raus. Und wir wissen, dass viele von den ehemaligen Dimensionsportalen auch dorthin führten. Denn der karmische Rat des Lichts, das ist eine Info, die ich hatte, war tatsächlich ursprünglich scheinbar mal auf der Erde. Da sie aber in die Dunkelheit und auch niedrige Energie verfallen ist, wurde sie damals umgelegt auf die Plejaden. Und so mussten die, die auf der Erde praktisch die Botschafter waren, diese Plejaden auch irgendwie erreichen. Und das ging über diese Portale. Und dann wurde es ganz spannend, weil dann hast du mir nämlich auch weiterhin ein Bild geschickt. Jetzt wussten wir, jetzt sind es die Plejaden. Und dann ging es aber ganz spannend weiter. Weil im Anschluss daran, als du dann jetzt auf dieser berühmten Reise warst, die du jetzt gemacht hast, auf Ja. denen diese Sphinx ja nur eine von vielen Stationen war, auf einmal haben wir im Internet was entdeckt, beziehungsweise du hast mir was zugeschickt über diese verschiedenen heiligen Orte, die in Rumänien und Umgebung liegen. Und diese Orte bilden exakt wieder diese Spirale. Eins zu eins. Es war wirklich unfassbar. Ja. Ja? Ja, Also, das ist das war völlig irre. genau, und auch viele andere Orte, die ich besucht habe, habe ich ja gesagt, ich glaube, wenn man die einfach weiterführen würde, würde diese auch diese Orte wieder schneiden. Das ist total krass, wie sich das da wiedergespiegelt hat, gerade in Rumänien. Das war mal vorher gar nicht so bekannt. Ja? Aber tut es euch einfach mal an, reist mal nach Rumänien, da gibt es noch weitere dakische Städte, auch die, da darf man sich nicht mal auf fotografieren oder Videos machen, das ist da nicht erlaubt. Wahnsinn. Weil sie es nicht, weil sie auch da denken, weil das auch da dimensionale oder Portale sind, Dimensionstore, wo sie befürchten, dass da irgendwelche Informationen oder Sachen geschehen, die vielleicht nicht so gewollt sind, dass Genau, sie kann geschehen. ich mir gut vorstellen. Hier haben wir doch das Bild, ne? Von diesen heiligen Orten. Und da Genau. siehst du oben auch diese drei eng zusammenliegenden Punkte auf der rechten oberen Kurve und Genau. unten links auch die drei auf der unteren Endkurve, wo es ausläuft. Richtig. Und tatsächlich liegt auch zum Beispiel Dawson, Strolag, wo du letztes Jahr warst, auch auf dieser Linie zum Beispiel, sodass man davon ausgehen kann, das hat mit Zufall wirklich ja schon gar nichts mehr zu tun, gell? Nee, also Zufall schließe ich da absolut komplett aus. Also wirklich hoch spannend, wie man da mag, wie man geführt wird, wie du. Du schickst mir dieses Symbol, wir finden raus, dass es die Plejaden sind. Und dann warst du ja auch so freundlich, weil du machst ja auch Energieschmuck.
und misst auch entsprechend die Bovis-Einheiten und hat es mir auch ein wunderschönes Stück gefertigt. Und Ja, tatsächlich genau. stellt dieses Stück ja auch letztlich die Plejaden dar wieder. Ne? Genau das Symbol, das du mir Genau. geschickt hast. Ja. Genau, ich fertige ja auch die also Amulette, persönlichen Schmuck, der auf jeden abgestimmt ist. In deinem Fall habe ich das Symbol vorher bekommen und du hast bis da in Resonanz mitgegangen. Und dann setzt sich das echt in meinem Kopf zusammen. Ich weiß nicht vorher, was es werden soll. Ich kriege ja auch immer wieder Baumperlen, die ich sammeln darf, wie wir jetzt auch in Bosnien waren, in Visoko. Durfte ich auf dieser einen Pyramide, durfte ich ganz, ganz viele Baumperlen. Das ist dann sowas hier. Also, ich hoffe, man kann es sehen. Dann kann ich die Bäume fragen, ob ich es bekomme. Und wenn sie abgehen, dann habe ich die. Und damit kannst du auch super Schmuck machen. Solche Geschichten bekomme ich dann und ich sehe immer im Kopf, wie das aussehen soll. Manchmal weiß ich noch nicht die Person, die kommt. Ich fertige schon Schmuck manchmal früher an, als die Person, die mein Leben tritt. Und irgendwann kommt die dann zu mir und dann verstehe ich erst, was ich da gemacht Na habe. klar. Weil ich es halt einfach fließen lasse. Und ja, also da kann doch jeder gerne an mich rantreten, wenn er das Gefühl hat, ich brauche irgendwas, irgendeinen Schmuck, den mich unterstützen soll oder halt auch Amulette oder sonst was. Ich kann das ganz gezielt machen. Auf meiner Seite findest du jetzt nicht alle Amulette, die ich machen könnte, ist ja klar, das wird ja den Rahmen sprengen. Also ruhig anschreiben und einfach mal sagen, ich habe das Gefühl, ich soll was von dir haben und dann gucken wir mal, was wir machen können. Das war ja auch die Ursprungsidee, warum eigentlich ursprünglich Schmuck erfunden wurde bei den Menschen. Ja, Als sie genau. noch wirklich die spirituelle Anbindung an die Urquelle hatten, war praktisch der Schmuck sehr individuell immer. Es gab nicht irgendwelchen ja, ich sag mal, in Reihe gefertigte Fabrikprodukte, die einfach nur mal, weil es schön aussieht, getragen wurden. Später natürlich kam auch Machtdemonstration dazu, einfach nur um Gold und Bronze zu demonstrieren. Aber im ursprünglichen Sinne waren Zepter, Stab, Apfel, Handgelenks, na, wie nennt man das nochmal? Armreif. Und all diese Geschichten und Amulette hatten eine energetische Bedeutung und Wirkung, die auf den Einzelnen individuell abgestimmt wurden oder seine Aufgabe und seinen Seelenauftrag. Also das muss man einfach dazu sagen. Und von daher Energieschmuck. Ich finde das Wort Schmuck dann immer so ein bisschen negativ behaftet, aber es ist natürlich schon Schmuck, aber nicht so in dem Sinne, wie wir uns das halt vorstellen jetzt, ja. Ja, Wir man darf tragen auch es nicht sagen. einfach nur, weil es schön aussieht, das natürlich auch, weil ich gehe ja mit dem, was du gemacht hast, auch stark in Resonanz, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es mir etwas. Es unterstützt mich in meinem Wesen, in meiner Seele. Es hat, trägt meinen Stempel, meine Energie und stärkt mich dadurch ja auch. Da ich sehr auch in der Anbindung bin, kann ich halt auch mit der Seele in Kontakt gehen. Ich kriege über diese morphogenetischen Felder oder über die Akasha genau das, was derjenige braucht. Das fließt in dieses Schmuckstück. Und da brauche ich nicht mal viel zu tun. Das ist einfach schon nur meine Intuition, also meine, was denn für eine Energie ich da reinstecke. Also wenn ich da mit Hingabe schon mit Liebe dran bin, dann kann da nur was Gutes rauskommen. Und viele haben mir das im Kopf, ich brauche den Stein, damit mir das und das passiert bei mir. Aber das muss nicht unbedingt immer ein Heilstein sein. Das kann ein ganz normaler Kieselstein sein. Und auch die haben Informationen drin. Und auch die können hoch schwingen. Das muss nicht immer das schönste, größte Stein sein, den man findet. Es kann auch was ganz Kleines sein. Es kommt immer darauf an, was für eine Energie da drauf ist. Genau. Und nicht das Trägermaterial. Ja. Und ich habe noch so einen Tipp. Wenn du gerade sagst, die haben früher viel Schmuck getragen. Ihr kennt doch mit Sicherheit bei den Kelten, die hatten doch immer hier diese Halsreifen, die unten offen waren, die in sich gedreht waren. So ähnlich wie hier diese Kupferarmband, was ich mir gedreht habe. Probiert's mal aus. Wenn ihr an Kupfer rankommt und so Kupferdrähte, das können ganz normale Elektroleitungen sein, wo man ein bisschen was Reste da rumliegen hat, dreht die mal auf, vielleicht mit der Bohrmaschine und mit Hand, ist egal wie ihr es macht. Und legt euch mal so eine C-förmige von diesem Kupfer um den Hals drum, das da unten offen ist. Also in so einen Kreis draus fertigen mit diesen gedrehten Kupferleitungen und das sollte unten auf einer Seite offen sein, weil sonst kriegst du es auch nicht. Das war so viel Energie, ich konnte es nicht lange auf dem Hals drauflegen. Das hat so gekribbelt überall und ich habe es dann mal bei mehreren Personen ausprobiert und das war bei denen genauso. Du kannst es am Fuß tragen, an den Handgelenken tragen und
Da wird das auch klarer, warum die Kelten das als Schmuck, also Schmuck in Anführungsstrichen, das getragen haben am Ja, Hals. Kupfer hat ja sowieso eine besondere Bedeutung. Kupfer Genau. ist ja in alten sumerischen Überlieferungen in der Signaturenlehre an das Element der Venus, das Element der Liebe. Deswegen hat man ja früher auch auf Kupfertöpfen gekocht, mit Liebe kochen und bringt die Genau. Energie mit rein. Und ich habe zum Beispiel bei uns im Garten, habe ich mir jetzt vor ein paar Wochen gerade erst gemacht, habe ich mir um meine Bäume und Pflanzen, von denen ich will, dass sie besonders gut wachsen, eine Art Spirale gemacht, die offen ist, aber überlappt, aber offen überlappt. Genau. Diese Spirale ist in ungefähr 30-Grad-Winkel mit dem Gefälle nach Norden gerichtet, ausgerichtet, exakt. Genau. Mich hinten einen höheren Punkt, vorne einen niedrigeren Punkt und fällt drumherum um den Stamm nach unten und bildet hier eine Überlappung. So Schaubergermäßig. Und das haben wir jetzt um die Pflanzen drumherum gemacht und wir beobachten auch bei den Maracujas zum Beispiel, wo wir es haben, gegenüber den anderen schon einen wesentlichen Unterschied. Also das scheint scheinbar schon alles zu funktionieren. Ja. Und das sind wir so kleine Tricks. Ich glaube, da wird einer aus Atlantis drüber lachen und wird sagen, Alter, das ist doch ein Haustier-Trick, Ja. ja? Den kannte meine Urgroßoma schon, ja? Die richtig geilen Sachen, die kennt ihr noch gar nicht. Aber gut, das kommt alles noch. Wir werden wieder Maschinen wahrscheinlich entwerfen und entdecken die nächsten Jahrzehnte, von denen wir vorher nur erträumen konnten, was möglich ist. Ja. Wenn du das sagst, ich habe das auch im Garten. Ja, guck. Mein Apfelbaum hat die ganzen Jahre jetzt nicht so üppig getragen. Und dieses Jahr, wo ich das letztes Jahr dran gemacht habe, das erste Mal, wo er so richtig mal getragen hat. Schön. Also das macht schon sehr, sehr viel. Also einfach Okay. mal ausprobieren. Das ist ganz einfach, nur mal, dass man merkt, da ist ganz, ganz viel dran. Also diese freie Energie, die uns dann nutzbar machen, diese Schwingung, die da ist, das ist wirklich gut zu fühlen. Da Gerade in gibt der es heutigen auch, da Zeit, gibt es, da gibt ja, wir werden ja immer feinfühliger, ja. und auch wenn es den Leuten noch vielleicht noch gar nicht so bewusst ist, aber sie werden immer offener und es ist immer leichter wahrzunehmen. Da gibt es ja genug, da kann jeder mal sich selbst erkundigen, auch auf Genau. T-Videos. Das findet man relativ einfach. Ja, und dann kann man das nachbauen selbst. Aber das ist schon hochspannend. Aber du warst ja nicht nur an dieser einen Stätte gewesen, du warst ja auch an weiteren Städten gewesen. Im Kopf habe ich jetzt gerade noch Baba Tekle oder willst du ein anderes nehmen, weil da habe ich ein paar Nee, Bilder. Baba Tekle ist ein gutes Beispiel. Okay. Baba Tekle, das war jetzt in Bulgarien. Ja. Semer Baba Tekle. Und da habe ich auch noch eine kleine Anekdote und Nebengeschichte zu erzählen, neben Okay. Ort. Genau. Also, wie wir da runterkamen, ich war völlig erstaunt, was dieser Ort, wie sich der Ort mir präsentiert hat. Also, da waren da Mauern zu finden, wie in Peru. Diese vielseitigen Steine. Die ganz, ganz viele Ecken und jeder Stein war ein Unikat. Also wie in Peru diese Mauern genauso gemauert. Ich habe dir ja auch Bilder geschickt. Vielleicht hast du da auch welche noch gerade davon da. Ja, klar, Moment, Und kann ich. in diesen Mauern waren dann wirklich die Blume des Lebens eingemeißelt oder ganz, ganz viele Energiesymbole eingemeißelt. Und das ist viel, viel älter, als die das glauben und sagen, der Ort, weil da konnte ich auch reinspüren. Und da kommen heute, ja genau, das ist eines von diesen Symbolen. Das könnte Genau. so ein Zentralsonnensymbol sein, ne? Ja, genau. Und da kommen ganz viele Leute hin, von überall her, weil da gibt es noch von diesem alten Heiligtum, was jetzt da nicht mehr steht, ja, sind noch alte Felsen und alte Steine da. Und ach, da sieht man also diese vielecken Steine, die genau angepasst sind. Klar, ist jetzt ein bisschen verwittert, weil, wie gesagt, sehr alt. Boah, Und durch die wunderschönes Hitze, da Symbol. platzen halt die Steine auch wie die Zeit weg. In der Orson ist es ähnlich, von den Steinen her. Ist schon sehr, sehr spannend unten in der Ecke. Und auf diesen Stein kommen ganz viele Leute hin, auf diesem alten Heiligtum, um sich da hinzulegen, weil da ganz, ganz viel Heilung auch schon passiert ist. Und wir saßen da auch auf diesem Stein drauf und haben da reingespürt. Und das ist eine ganz sanfte, extrem liebevolle, also du hast Energie, du hast das Gefühl, du bist geborgen irgendwie bei Mutter Erde im Arm und du wirst da ein bisschen gewiegt und es ist so schön, da einfach nur zu sitzen und das mal wahrzunehmen und zu spüren. Unfassbar. Ja, tolles Symbol auch in der Mitte hier, ne? Ja, genau. Ah, da haben wir die Blumen des Lebens. Genau, da ist die Blume des Lebens und da ist dieses Eingang auch von diesem Heiligtum wahrscheinlich dargestellt. Daneben dran ist auch nochmal ein Energiesymbol, das sieht man jetzt nicht mehr so deutlich.
Aber heilige Geometrie war da überall zu finden. Das war so, ja genau, da sieht man die Wand nochmal in ein Naja. Stück. Unten ganz große Steine, Wie in extrem Südamerika, wie groß. in Baalbek, wie überall, ja. Genau. Und oben drüber siehst du die neueren Sachen, das sind ganz kleine Steine, ganz verhunzelt drüber gelegt. Das sieht man dann sofort. Also das ist, das da ist sehr, sehr alt. Und wie immer, das ist der Hammer, wie ich es auch in Borobudur gesehen habe, alles ohne Mörtel, Leute, wie das zusammen Richtig. sind, tausende Jahre, es ist wirklich unfassbar. Und da hat ursprünglich nicht mal eine Rasierklinge dazwischen gepasst. Richtig, das ist jetzt durch die Hitze und durch die jahrelange Erosion ist das ein bisschen zerweggebröselt. Aber du siehst es einfach noch, was das, wie krass das war. Genau. Und wie wir da runtergegangen sind zu diesem Heiligtum, was heute noch ein Heiligtum ist, ja, also da kommen noch ganz, ganz viele Menschen, wie ich gesagt habe, die pilgern dahin. Und ich hatte im Internet irgendwie gelesen, dass da auch eine Quelle gibt, ja. Dass da einer der auch ein spiritueller Mensch dort gelebt hat und der dort den Felsen berührt hat und aus diesem Felsen Wasser rausgelaufen ist, weil die Region so trocken war. Ja, und ich hatte das so irgendwie im Hinterkopf gehabt und ich habe meine Frau dann gefragt, sag mal du, hier soll da irgendwo eine Quelle sein. Ja, genau, das ist dieses alte Heiligtum wohl. Ja, und die Blume des Lebens, links und rechts. Ja. Genau, Waren genau. mehrere Symbole, ja. Richtig, das stellt das wohl dar. Toll, richtig toll. Das muss ein riesengroßer Tempel da gewesen sein, Das ne? muss ein riesiger Tempel gewesen sein, genau. Ja, Genau. da sieht man es auch Sind noch ein nochmal, bisschen Detail fotografiert. Da ja. ist auch nochmal, also nochmal rechts und links Blume des Lebens und auch nochmal ein kleineres Energiesymbol. Ja, Es ist toll. durch die Verwitterung schwer noch zu erkennen. Auf jeden Fall nochmal zurückzukommen. Wir waren dann auf dem Weg darunter. Ah, ja, das war auch das da, aber früher mal, ich habe das sofort reinbekommen, wie ich da stand, ein Tor zur inneren Erde. Ja, ich habe auch gerade gedacht, das ist gerade sehr ungewöhnlich konstruiert, was da ist. Genau. Sofort Das sieht reingekommen. aus wie eine Abdeckplatte und nicht wie ein massiver Stein. Ja, und meine Tochter hat da reingespürt. Die hat da sich hingestellt, weil sie gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich sollte da mal reingehen. Und die war auch energetisch weg. Die war da drin. In Wahnsinn. diesem Tor, ein Tunnel. Und da waren auch ganz viele, die hat da ganz viel gesehen. Aber sie kam nur bis zum gewissen Punkt, weil sie natürlich noch ein Alter noch nicht hat, um da weiter fort reingehen zu dür können und auch dürfen. Ja, also das, ihr wurde das verwehrt. Sie hat dann gesagt, ich habe ein Spinnennetz gesehen. Das war also wie so ein energetisches Netz, wo sie einfach nicht weitergehen durfte. Aber sie durfte bis zu einem gewissen Punkt selbst erkunden. Wow. Sehr, sehr spannend, hat auch davon berichtet. Genau. Ja, Wunderschön. genau. Aber Wow. jetzt nochmal darauf zurückzukommen, die Geschichte, die ich noch erzählen Genau. wollte. Genau, wir waren dann unten, wir sind dann runtergegangen, es war so viele Treppenstufen. Ich habe meine Frau gefragt, ja, du, hier gibt es doch irgendwo eine Quelle, weißt du da irgendwas drüber? Und sie sagt, nein. Und da kam uns ein Mann entgegen, der hat ein Baby, so vielleicht ein halbes Jahr alt, vorne in der Trage. Und guckt uns an und sagte, do you speak English? Und sagt, ja, wir sprechen Englisch. Ja, ich habe da was für euch. Wenn er da hinten hochgeht und folgt dem rot-weißen Markierungen, kommt er zu einer Quelle. Wir haben mit dem Mann vorher keinen einzigen Satz gewechselt. Der war noch wirklich weit weg, der konnte es auch nicht hören. Und er kam zu uns und hat das Universum uns diese Frage, die ich gestellt habe zu meiner Frau, habe ich prompt beantwortet bekommen. Wahnsinn. Und so war das sehr oft auf unserer Reise. Diese Manifestationskräfte, die haben so angezogen, ich nenne das schon mittlerweile Instant-Manifestation. Du sprichst was aus und es passiert entweder sofort, du hast es sofort, oder in kurzer Zeit später hast du schon da. Das ist so gigantisch, was gerade da, also Jeschua hat ja mal gesagt, ihr werdet noch Wunder erleben, die ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt, ja. Und die sind schon da. Viele davon sind schon da. Klar, das wird noch viel, viel größer werden, was wir uns jetzt noch gar nicht erträumen können, aber es ist schon da. Und das zu erkennen und das erleben zu dürfen, das war so spannend auf dieser Reise. Das war jetzt ja nur so eine kleine Anekdote darum. Da hatten wir noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, wir waren in Nordmazedonien, wollten wir in ein Bergdorf hoch. Ich wusste das nicht. Also, wir haben uns einen Ort ausgesucht. Und ich bin ja mit dem Wohnwagen, mit dem Gespann unterwegs. Ich habe 1200 Kilo hinter einem ganz normalen Auto, wieder mit dem Kombi. Und das war ein Bergdorf. Und ich wusste das vorher nicht. Da ging es so wirklich so, diese Steigung teilweise. Und große Schlaglöcher. Die Straße war einfach in schlechtem Zustand. Ich konnte auch keinen Anlauf nehmen und nichts.
Und irgendwann kam man an einen Punkt, wovon die Reifen einfach die Kraft nicht mehr auf die Straße bekommen haben. Und meine Frau hat gesagt, liebe Großmutter oder Großmütter, helft uns. Und in dem Moment, sie hat es noch nicht ausgesprochen gehabt, hast du das Gefühl gehabt, hinten wird jemand am Wohnwagen schieben. Und das ging einmal ganz Ja. leicht. Wir sind einfach den Berg da hochgekommen und waren oben. Solche Dinge, die passieren uns Kann ich mittlerweile nicht sehr, sehr sagen. oft. Wunderschön. Das ist, also du sprichst aus, bittest um Hilfe und bekommst postwendend, bekommst du die Hilfe. Ja, das ist so. Wir waren aber auch da gefühlt, wir sollten da oben hin, weil ich da jemanden getroffen habe, der mit mir, ich arbeite ja auch schamanisch, der mit und ein bisschen Energiearbeit und da sollte was gelöst werden. Und auch da, es war ein ganz heißer Tag. Und wir waren in dem Haus, wir haben da ein bisschen besprochen und wir haben gemerkt, oh, das matcht alles, das ist alles ein bisschen Resonanz da. Und die Türen standen auf und sie sagte, ich möchte mit dir eine Arbeit machen. Und sie hat es nicht mehr ausgesprochen, dann kam ein Wind in diesem Raum auf. Vorher war kein Wind da, nichts. Und da war die Bestätigung direkt da. Weißt du, Das ist so krass. man muss aber auch darauf achten. Das ist so, Ja, stimmt. viele Menschen verstehen diese Botschaften erst gar nicht. Dass wenn Ja. du in einem gewissen Moment bist, wo du eine Frage stellst oder etwas denkst, oft von Ja. außen etwas kommt, das dir eine Bestätigung gibt. Ja. Das hast du ganz oft, wenn du darauf achtest. Ja, genau. Wenn du da ein bisschen, ja, wenn du dir auch die Zeit lässt, auch das drauf zu achten und dass du dir erlaubst auch, dass das eine Botschaft ist. Viele sagen ja, ach, nee, das bilde ich mir jetzt nur ein oder das ist ja das Zufälle. Aber so viele Zufälle gibt es einfach nicht, wenn du da mal ein bisschen drauf achtest. Das ist so spannend, wie das Universum uns da lenkt und diese Sachen so ineinander greifen. Auch wenn wir so ein bisschen miteinander berichtet haben, wenn ich dir berichtet habe und du, was du bekommen hast. Und auch das war immer wieder, greift das ineinander irgendwie. Wir hatten So ja mit. auch letztens auch so ein Thema versucht aufzulösen, etwas reinzugehen, meine Frau und ich. Ich hatte irgendwie echt total die Blockade. Soll auch passieren, ist halt so. Und Natürlich. kommt richtig rein. Und das Thema war auch wieder etwas mit dem Herzen zu tun gehabt, wo ein Geheimnis verborgen war. Und ich konnte es nicht richtig preisgeben. Meine Frau, aber clever wie sie ist und das, was sie alles kann, hat das dann offenbart. Und ich konnte es nicht spüren in dem Moment. Und ich fand das so, Mensch, ich war so ein bisschen traurig drüber. Da bin ich raus, es ging um das Thema Herz, bin ich raus. Habe mich bei mir bei uns auf dem Energiekraftplatz auf die Bank gelegt, beim Rücken und habe nach oben geguckt, in den Himmel. Wir hatten eine sternklare Nacht. Und auf einmal sehe ich links von der Milchstraße einen riesengroßen Herz geformt, nur aus Sternen. Und ich so, das war doch vorher nicht da. Das war noch nie da. Da habe ich meine Frau rausgeholt und gesagt, jetzt guck du doch mal auch, ob ich echt, ob ich Halluzinationen habe. Dann sagt sie, nö, das, genau da sieht es auch, riesengroß. Tag später war das nicht mehr da. Da war die Bestätigung dafür da, doch, es ist alles gut und es war alles richtig so. Da kam dann auch die Bestätigung, keine Ja. Angst, alles ist gut. Also, ich hätte es niemals gesehen, wenn ich mich da nicht hingelegt hätte, ja, und da oben geguckt hätte. Ja, genau. Wenn du dich da ein bisschen drauf einlässt und auch wie gesagt, ins Vertrauen gehst, dass du auch wirklich geführt wirst und dieses Vertrauen auch entwickelst und auch dir selbst vertraust, was du wahrnimmst, dass das genauso auch stattfindet, ja, dann erlebst du Wunder jeden Tag. Das ist so spannend. Das ist wirklich spannend. Wir hatten auch letztes Jahr die Reise, waren wir auch auf einer Reise. Da hat es schon angefangen. Waren wir auch auf dem Balkan. Etwas andere Route wie dieses Jahr. Wir wollten in Montenegro an den Strand. Genau. Und wir hatten da schon einen Ort ausgesucht, also wo wir gefühlt haben, da sollen wir hin. Ja, es war ein Privatgrundstück irgendwo zwischen den großen Hotels, weil ich mag nicht so einen belebten Strand. Ich bin lieber so privat klein und da unterhält man sich auch ein bisschen mehr. Und wir sind da angekommen und wir suchten dieses Grundstück. Das Grundstück war nicht da. Wir haben gesucht, wir haben jeden gefragt und die haben gesagt, nein, keine Ahnung, nie gehört, nie gesehen. Und auf diesem Weg, wo wir gesucht haben, haben wir auch eine Frau und eine Palme gesehen und die haben wir angesprochen. Und hatten gefragt, und die konnte auch Deutsch, und die hat gesagt, nö, habe ich auch nicht gesehen. Wir waren noch ein bisschen am Rumlaufen, und irgendwann haben wir gesagt, ja, du, irgendwie sollen wir das nicht finden. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht da, es ist für uns einfach nicht sichtbar. Und wir waren dann schon wieder auf dem Rückweg in Wohnmobil, zum Wohnmobil, und dann hören wir auf einmal jemand Hilfe rufen. Und dann drehen wir uns um,
Und da war diese Frau, die mir am Anfang gefragt haben, die Deutsch sprechen konnte, die lag da und hatte Probleme. Die hat sich im Bauch gehalten, hat total Bauchkrämpfe gehabt und lag da eigentlich in der Sonne, ja. Und dann sind wir da hin und ich habe sie dann auch gefragt, ob ich dann das eine andere Spray anwenden darf. Ja, und habe ich die Hand auf den Bauch und sagt zwar, sie weiß nicht, was das bringen soll, aber machen Sie mal, hat sie gemacht. Und da habe ich ihr die Hand auf den Bauch gehalten, ja, und klar, sie war nachher so in der Angst, dass ich auch gemerkt habe, okay, wir bräuchten es eigentlich nicht, aber wir rufen dann mal einen Krankenwagen und dann ist die entspannter. Haben wir auch gemacht und sie ist dann ins Krankenhaus und ich habe ihr noch eine Karte mitgegeben, damit sie mir sagen kann, wie es ihr geht. Und ja, und so weit, so gut. Und dann sind wir weggefahren, haben uns einen neuen Campingplatz gesucht, weil wir das andere Grundstück ja nicht gefunden haben. Bis heute weiß ich nicht, wo das ist. Das war für uns einfach nicht da. Obwohl vorher da Leute, das sind ja Bewertungen immer im Internet, da waren Leute gewesen. Das muss existiert haben. Aber für uns war es in dem Moment nicht da, weil wir sollten diese Frau dort finden und ihr helfen. Das Witzige war, die war dann, die hat mir dann geschrieben, sie war dann im Krankenhaus, die hatte wirklich richtige Bauchkrämpfe, die wusste nicht, die konnte sich nicht krümmen, die hat sich gekrümmt vor Schmerzen, konnte nicht richtig gehen, ist im Krankenwagen dann weggefahren und die haben die untersucht. Die hatte nichts gehabt. Gar nichts, sie haben nichts gefunden. Die hat sich dann 2 Stunden später auf ihr Fahrrad gesetzt und ist heimgefahren, da an ihren Ort, wo sie dann, wo sie war. Wir waren nur für diese Frau an diesem Ort. Und sind Cool. da so hingegangen. Und das sind so Geschichten, wenn man da vertraut und sich einfach führen lässt, dann kommen so Begegnungen zustande. Das ist total spannend. Aber schau mal, das ist ja auch schon beeindruckend, wenn du das so erzählst. Ich meine, viele von uns oder fast alle haben die Möglichkeit zu heilen und sich selbst auch zu heilen und andere zu heilen. Und es ist eine Gabe, die fast alle Menschen besitzen, in verschiedenen Gradierungen natürlich. Und ich weiß aufgrund deiner karmischen Vergangenheit, dass du das sehr gut kannst. Da bin ich fest von überzeugt. Das konnten viele aus dem Kreis, aber es gehört ja auch im jetzigen Leben ein ganz großes Stück absolutes Gottesvertrauen und Selbstbewusstsein dazu, das auch anzuwenden, in dem völligen Vertrauen, dass alles gut wird. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt. Es hätte niemals funktioniert, wenn du gesagt hättest, ja, ich weiß zwar, dass ich es kann, aber ob das jetzt funktioniert und bla bla bla, du den Zweifel hineingibst. Ja, Und genau. das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ja, wenn du sowas kannst und machst, auch im völligen Vertrauen zu sein, dass die Wirkung auch nicht verfehlt wird. Ja, da muss man wirklich schon sehr, sehr hoch schwingen. Ich habe da auch wirklich Lektionen gehabt, das durfte ich wirklich lernen, das Vertrauen. Das wurde mir auch immer wieder jetzt auf diesem Weg gezeigt. Vertrau dir selbst. Manchmal habe ich auch gefragt und es ging um meine Töchter und meine Familie ist manchmal, wenn du dann heilst, du bist halt zu nah dran, dann bist du ein bisschen unsicher. Das ist halt, das kann schon passieren. Und da habe ich gesagt, ich brauche Hilfe. Und dann haben die gesagt, nein, nein, du kannst es schon alleine. Und ich wusste, ich habe es gespürt, das passt alles schon, aber der Kopf ist manchmal dann da, ja. Aber Ja, das ist. dieses Vertrauen reinzukommen, auch ich habe da immer Ja. mal wieder eine kurze, so ein Vertrauenswanken, aber ich weiß, dass ich vertrauen kann, dass ich mir selbst vertrauen kann. Das ist das, was ich spüre, was ich gefühlt habe, ja. Das sind auch von mehreren Seiten immer wieder bestätigt worden. Und das ist, obwohl ich das nicht brauche, weil ich das selbst gespürt habe. Es geht ja eigentlich ums Fühlen und nicht um irgendwelche Kopfsachen, sondern es geht ja damit, dass wir wieder hingeführt werden zum Fühlen, damit wir wieder unseren Körper wahrnehmen und uns auf uns selbst wieder verlassen, weil prinzipiell sind wir ja 8 Milliarden Wahrheiten, 8 Milliarden Versionen von den Menschen, die hier leben. Und jeder ist irgendwie anders und jeder nimmt es auch anders wahr und jeder bringt auch was anderes mit. Und wenn man sich da darauf einlässt, was es das ist und was, dass man es rausfindet, was man hier mitgebracht hat und warum man eigentlich hier ist, dann geschehen wirklich wahre Wunder. Da ist so viel Potenzial drin, das ist unfassbar. Manchmal kriegst du auch Antworten, die du gar nicht willst. Ich habe weißt Das kann du, auch passieren, war da mal ja. irgendwas in irgendeinem Zusammenhang von irgendeinem Vorleben und ich wollte es unbedingt wissen für mein neues Buch, weil ich in den Recherchen drin war. Und dann hatten wir dann gefragt und hatten hier schon mal gefragt, Mensch, jetzt sag uns doch mal, was da los war. Gib uns mal ein paar Antworten, was das und das und das betrifft. Da kam einfach nur die rotzfreche Antwort, hey, du warst doch dabei, du weißt doch alles, Mensch, was fragst du mich? Ja? Ja. Vertrau dir doch mal einfach. Genau. Und
Tatsächlich hat sich dann in den Wochen darauf alles wirklich so entwickelt, dass wir es rausgefunden haben und es kamen die richtigen Erlebnisse und Dinge auf uns zu. Also es ist echt spannend, ja. Es steckt so viel in uns und wir versuchen oft immer da die Lösung am Außen zu suchen. Das ist schon wahr. Ein Bild habe ich noch, das würde ich gerne mal ganz kurz ansprechen mit dir. Das hattest du mir auch geschickt. Moment. Das fand ich so phänomenal. Zack. So, ich zoome es mal ran. Oh ja. Ja. So, liebe Zuschauer, was fällt euch denn auf bei diesem wunderschönen Bild? Vielleicht empfindet ihr das, was ihr auf der Stirn dieses Kindes seht, als einen Fleck auf dem Gemälde. Ja, oder da ist jemand ein Brotkrumen vom Tisch gefallen. Ja, oder ein Fettfleck auf dem Bild. Nein, es ist nicht. Erzähl mir ein bisschen näher was drüber. Ja, ich war ja im Balkan unterwegs und mich zieht es auch immer wieder an Orte, halt auch manchmal in die Kirchen rein, weil da immer wieder auf Sachen stoße, wie heilige Geometrie, was da verbaut ist in den Böden, auf Drachen in Kirchen. Das ist ganz spannend, was man da alles so findet. Und ich bin über dieses Bild da gestolpert und da hatte Jesus doch tatsächlich oben einen roten Punkt auf der Stirn. Dann Den dachte ich, wiederhole ich oh, guck nochmal. mal. Man sieht schlecht auf dem Bild, er hatte einen roten Punkt genau auf diesem Punkt. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück. Das war ja auch die Intention, warum du mir das geschickt hast. Ich habe ja in meinem Buch Die Jesusbrüder beschrieben, dass von dem einen der beiden Zwillinge, von dem, den wir Christus nennen, eine der Vorinkarnationen auch Buddha war. Und ja, das scheinen doch wohl noch mehr gewusst zu haben, fällt mir dazu ein. Da fiel mir dazu ein und dir auch, ne? Ja, genau. Wir Also finden das war. vereinzelt die Nadel im Heuhaufen schon immer wieder. Ja, was mir auch total stark aufgefallen ist, im Balkan, wenn du so in die Kirchen gehst, bei uns ist ja immer so, dass das Männliche eher so mehr dargestellt ist. Und da in den Kirchen ist Maria, das Weibliche, extrem präsent. Die hat auch sehr oft die Kirche in der Hand. Wo du es bei uns ja gar nicht so siehst, dass die Frau in der Kirche irgendwie da gleichgestellt werden würde oder sogar erhoben wird, wie Maria im Balkan. Und das ist echt schon krass, wie da das genau umgekehrt ist wie bei uns. Und ich gehe mal davon aus, ich bin auch ganz viele auf weibliche Apostel gestoßen. Also auf weibliche, diese weibliche Seite. Wir wissen ja, dass die Zwölfen auch immer 12 Frauen mit dabei hatten und dass das wirklich, Ja. die gehörten zusammen. Das war ein Team. Das war Ja. nicht getrennt. Das weibliche und das männliche vereint. Und die 12 vereint gaben unglaubliche Kräfte frei. Ja, definitiv. Und Da bin ich auch. als die 12 da oben auf den Butschiggis-Pfingsten waren, da waren es auch keine 12, da waren es 12 plus Kinder, Anhang, Tante, Onkel, Opa, Opa. Da ging es wirklich darum, dass man sagt, die heiligste Instanz auf Erden Gottes ist was? Die Ehe, die Familie. Ja. Was wieder zu leben. Ja. Man sieht es ja auch überall, auch in den heiligen Symbolen, egal ob das jetzt in der Mekka-Bar ist. Du siehst das Weibliche und das Männliche in dieser umgekehrten Pyramide, dass die vereint sind, ineinander geschoben sind. Und das ist diese Harmonie, die wir alle wieder jetzt haben, anstreben. Alles wieder Bin in auch Einklang. auf der Suche, was Mer bedeutet. Weil bei Merkaba ist mir zufälligerweise eingefallen, als ich die Smaragdtafeln von Thoth gelesen habe und alle Schriften drumherum vor Jahren, wird dort nämlich auch Ka und Ba beschrieben. Und tatsächlich nennt man ja auch in Mekka zum Beispiel diesen Würfel Ka-Ba. Wo kommt das alles her? Das scheint aus dem uratlantischen Ursprüngen zu kommen, denn wir wissen ja, dass Ägypten von Thoth, dem alten atlantischen Hohepriester, begründet wurde und die ersten Pyramiden entstanden und das alles atlantisches Wissen ist. Und in den Schriften wurde von Ka und Ba gesprochen. Ich glaube, ich kann dir nicht mal genau sagen, was für was stand. Das eine für das Irdische, das andere für das geistig-göttliche, die Anbindung. Also von daher, das Wort Merkaba scheint seinen Ursprung auch dort gehabt zu haben. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ihr seht auch Sprache, Etymologie, unfassbar, was da alles wohl hinten dran steckt, was wir heute noch nicht wissen. Ja, wo du gerade Pyramide sagst. Wir waren ja auch in Visoko in Ja, genau. Bosnien, in bosnischen Pyramiden. Ich war jetzt schon mehrmalig dort, weil ich diese Energie da so schätze in den Tunnels, wenn du da reinkommst. Das ist so krass, was du da fühlst, was du spüren kannst. Und diese großen Keramiksteine, die da liegen, wo Kristalle drin sind, wenn du die Hände da nur, ich lege sie sogar drauf und ich spüre die Steine in meinen Händen vibrieren. Es ist Wahnsinn. Und Wahnsinn. eine der großen Steine, ich habe es dir auch geschickt, der ist gerissen.
Und der wird jetzt auch jedes Jahr immer ein bisschen größer, weil wohl unten drunter eine Wasserader liegt und durch die Vibration diese Risse größer werden. Aber der Stein hat mir geflüstert, warum er überhaupt gebrochen ist. Ja, das war auch eine ganz spannende Geschichte. Die wissen ja dort, dass wohl zwei Völker dort waren. Also die Pyramiden gebaut haben. Auch da kam der Input Anunnaki. Also das ist aus der ganz, ganz alten Zeit noch. Und es gab ein Volk wohl, wo diese Tunnels wieder verschüttet hat. Wo diese, genau, diese, das ist der große Stein. Und ein Volk, das es wieder komplett zugegraben hat. Und zwar hat der Stein mir gesagt, dass die irgendwann mal, das Wissen ist schon ein bisschen abgeflacht, sie wussten schon nicht mehr ganz genau, wie sie die Anlage so richtig bedienen sollten. Ja? Und die haben die so weit aufgefahren, dass, Energetisch. genau, energetisch die Anlage so weit hochgefahren, dass der Stein von dieser starken Energie zerbrochen ist. Okay. Und das hatte ganz böse Auswirkungen, also nicht böse, sondern negative Auswirkungen energetisch auf dieses Tal. Und daraufhin hatten sie gesagt, da geht was Ungutes von bei raus und haben dann die Tunnels zugemacht und seitdem lag das dann da. Und diese Tunnels sind sie gerade wieder am Freigraben. Okay. Wahnsinn. Und witzigerweise, wir waren in den Tunnels wieder drin, habe ich ja gesagt, wir gehen da jedes Jahr rein. Und ich hatte das Gefühl, dass wir da auch geswitcht sind. Die Tunnels waren unglaublich lang dieses Jahr. Ich bin gegangen und gegangen und gegangen. Und irgendwie sahen die Tunnels auch so aus, da waren keine Stützbalken mehr auf einmal da. Und ich bin dann gegangen und es wurde immer länger und es waren nirgendwo mehr Stützbalken. Und als wäre ich schon in der Zeit versetzt gewesen, da, wo diese Pyramiden noch intakt waren. Und es waren keine Menschen mehr da. In dem ganzen Tunnel war nichts mehr zu sehen von irgendwelchen. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt echt ein bisschen spooky. Also wir sind da rum und waren wirklich in so einem Zeitsprung drin. Jetzt sind so einfach Dimensionssprung drin. Und wir sind wirklich lang gegangen und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also letztes Jahr und wieder vorher das Jahr waren diese Tunnels nicht so lang. Da gab es nicht so viel zu gucken. Aber Wahnsinn. es war echt spannend. Und das ging nicht nur mir so, dass das aufgefallen ist, meinen Kindern und meiner Frau ist das genauso aufgefallen. Wow. Also das war echt spannend dieses Jahr dort und aber auch die Energie, die da dran ist. Also abends haben meine Kinder beide richtig rumgehustet. Da kam richtig was raus. Also das war echt Heilung pur da von dieser Schwingung. Da war sehr, sehr viel Transformation. Auch ich habe es gemerkt noch ein paar Tage später, dass mein Körper gearbeitet hat. Also das ist, ich kann das nur mal empfehlen, mal vorbeizufahren. Das ist nicht so weit, die bosnischen Pyramiden. Das ist echt spannend. Klasse. Also das ist ja echt, also wir haben ja jetzt nur einen Bruchteil von dem erzählt, was du alles oder was ihr alles so erleben dürftet. Und das Ja. ist wirklich wunderbar und hochspannend. Und bei dem Video mit dir geht mir es auch so ein bisschen rum, dass ihr da draußen einfach mal auch seht, Leute, denkt nochmal dran. 3% materialistische, deterministische Welt, 97% dürfen wir erfahren. Lasst uns unseren Fokus wieder auf das legen, was wirklich unser Leben lebenswert macht. Denn die 97% sind pure Liebe, dieses Feld wieder anzuzapfen. Und da sind auch alle Informationen verborgen. Da ist alles drin, was wichtig für uns ist. Das sind auch unsere Erinnerungen gespeichert, auch in jedem Einzelnen. Und sich zu erinnern, ich meine, für dich war es doch mit Sicherheit eine super spannende Reise einfach, ja. Ich meine, wenn ich mal sehe, wie begeistert du immer die Sprachnachrichten aufgesprochen hast, ja, wie so ein kleines Kind, das gerade, also eine tierische, kindliche Lebensfreude, die du da versprüht hast, war schon sehr, sehr phänomenal. Und ich habe da echt mitfühlen können. Und fand es auch super, super spannend, dich begleiten zu dürfen. Von daher nochmal, also jetzt nicht jetzt körperlich, aber du hast mich auf dem Laufenden gehalten über alles mit deiner Familie und dafür auch nochmal einen Herzensdank. Das hat auch für meine Recherchen tatsächlich einiges an Informationen gebracht. Und hat einige Schlusssteine wieder zusammengesetzt. Und so war auch das kein Zufall. Ja, denn auch, dass wir uns begegnet sind, war ja auch sowieso kein Zufall. Nee. Ja. Ja, sind Ja, wir genau. Also ich habe das auch schon. genauso wahrgenommen, wie du es gerade gesagt hast. Also ich war unterwegs und es war ein reinstes Abenteuer für mich. Ich habe das auch mit Freude genossen, weil ich wusste, dass ich komme wieder alles wissen, kann ich wieder freischalten, komm zu mir, ich erinnere mich wieder, was dort gelaufen ist, was dort passiert ist, an ein gewisses Leben wieder. Und ich bekomme viel, viel mehr Informationen und auch energetisch, was ich da spüren durfte, was ich erleben durfte auf dieser Reise. Das war, wie gesagt, reinstes Wunder, von Wunder zu Abenteuer zu Wunder. Und das mit meiner Familie zusammen.
Was gibt's Schöneres? Was gibt's Besseres? Ja, vielleicht können wir irgendwann mal einen kleinen nochmal Bericht machen, nochmal so ein kleines zweites Video über die Erfahrungen, Gerne. die da Orson und Stolak gemacht wurden, weil da scheint wohl auch sehr viel passiert gewesen zu sein. Und da haben wir auch viele Informationen drüber. Und ihr wart ja live da. Und du, alter Schelm, hast dir wohl in einigen Vorleben immer mal wieder irgendwelche Gegenstände heimlich versteckt und dann gedacht, dich finde ich irgendwann wieder. Da können wir nochmal drüber sprechen. Ja, eine clevere Idee, absolut. Und ja, also ich bedanke mich bei meinen Zuschauern, ich bedanke mich bei dir, Markus, von Herzen und fand es jetzt wirklich ein anderes Video, mal ein richtig tolles Video auch und das einfach in die Zeit richtig gut passt, gell? Und dir und deiner Familie von Herzen alles, alles erdenklich Gute, gell? Ja, dir auch, gell? Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich ein bisschen berichten durfte von dieser Reise. Und ja. Du machst ja auch ein paar Videos. Ich glaube, ich setze deinen Link mal drunter von deinem Kanal. Da können die Leute gerne mal reingucken. Ne? Ja, genau. Also ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder was wir so auf der Reise noch so erlebt haben. Ist kein Problem, schreibt mich einfach an. Und ich werde mit Rat und Tat, soweit es mir in meiner Macht steht, zur Seite stehen. In diesem Sinne, Ich bleib gesund, danke, mein dass Lieber. ich hier sein durfte. Seid gesegnet. Ganz viel Liebe. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.